Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei Fallout 3. Wow. Ja, wir sind hier beim Vernon Square stehen geblieben und ihr könnt euch vorstellen, wir hören Schüsse, wir haben wenig Lebensenergie, wir wollen ein bisschen Abhilfe schaffen. Nuka-Cola, vielleicht nicht das beste Heilmittel, aber besser als gar nichts. Ja, wir werden gerade ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Sind aber noch versteckt, das heißt, die Schüsse scheinen nicht uns zu gelten. Ich sehe einen Supermutanten. Ich sah einen Supermutanten. Ganz ruhig, Dogmeat, alles in Ordnung. Oh Mann. Die Atmosphäre gerade wieder super. Vernon Square Station. Ja. Das stimmt. Sugar Bombs. Explosive great taste. Explosiv guter Geschmack. Every girl's fantasy. Now a reality. Ja. Ein lebendes, technisches, reitbares Pferd. Ja, ich traue natürlich in diesen ganzen Gebäuden so ziemlich gar nicht, denn überall könnten Supermutanten lauern, die nur darauf warten, uns den Garaus zu machen. Auch wenn unser Gewehr da gute Dienste leisten könnte. Oh Mann. Ein Strahlenschutzanzug. Sehr gut. Oh, falsch. Sehr gut, um verstrahlte Gebiete zu erkunden, da der die Strahlenresistenz massiv erhöht. So, wir werden mal ein bisschen mutiger. Aber wir haben hier scheinbar wirklich keine Bedrohung mehr, was mich doch ein bisschen verwundert. Elektronenladeteil, 32er Kaliber. Schrotpatronen, die abgesägte Schrotflinte brauchen wir aufgrund unserer Kampfflinte nicht mitzunehmen. Das lohnt sich nicht wirklich. So, ich weiß, wir müssten eigentlich in diese Richtung dort, aber ich würde mich wirklich gerne in diese Richtung orientieren. Denn der Krater da sieht sehr interessant aus. Die Distanz ist die Waffe scheinbar nicht mehr ganz so effektiv. Aua. Na komm schon. So, wir machen kurz Prozess. Es geht ganz gut bis jetzt. Supermutanten Beast hat auch nur ein normales Sturmgewehr dabei. Das ist nicht gut. Wir wollen Dogmeat helfen. Na komm, mein Freund. Mehr als verwundet, nämlich tot. So. Schicker Helm übrigens. Selbst gebaut. Aus, es könnte die Kufe eines Stützschuhs gewesen sein. Jagdflinten bis zum geht nicht mehr. Kampfflinten.
Strahlenschutzanzug, Strahlenresistenz plus 30. Ihr könnt euch vorstellen, wie ordentlich danach die Strahlenresistenz aussieht. Hier haben wir sogar noch einen Safe und eine Munitionskiste. Ein chinesisches Sturmgewehr, das ist super. So. Ihr merkt das schon, durch unsere höhere Reparaturfertigkeit nimmt auch die generelle Qualität unserer Waffen und damit auch der Schaden konstant zu, während wir hier im Spiel weitere Fortschritte machen. Das ist super, denn so ersparen wir es uns im Nachhinein immer neue Waffen kaufen zu müssen. So, hier haben wir diesen Krater. Oh mein Gott, habt ihr die Strahlung gesehen? Right away, ihr seht es oben links, die Strahlung wird reduziert. Ich würde mir trotzdem gerne einmal ansehen, was sich dort unten in diesem Krater befindet. Das heißt, wir benutzen Red-X, Med-X und ziehen den Strahlenschutzanzug an. Und sind natürlich überladen. Wir sind nicht überladen. Verstehe ich jetzt aber nicht. Ah ja, jetzt geht's. Es ist scheinbar ein abgestürzter Satellit, der mit einem Flugzeug zusammengestoßen ist. Oder es ist ein einziges Gebildnis, wobei das sieht eher wie ein Flugzeug aus, was auf dem Dogmeat steht. Und hier geht es zu einem Abwasserkanal. Oder eher gesagt in ein Abwasserkanal. Verdammt verstrahlt hier unten. Da will ich auf jeden Fall rein. Okay, wir machen einen Quick Load. Und machen das gleiche nochmal. Diesmal aber ohne Gegenstände wegzuwerfen, denn wir waren ja nicht überladen. Strahlenschutzanzug. Wir greifen einfach mal ganz mutig zu unserem chinesischen Sturmgewehr. 1058 Schuss, das sollte eine Weile reichen und sehen zu, dass wir hier ganz, ganz schnell... Ich habe vergessen, den Strahlenschutzanzug anzuziehen. Habe ich nicht, die Strahlung ist einfach nur tödlich hier unten. Wir beeilen uns einfach. So, wir haben hier Ödländer, die wohl auch Opfer der Strahlung geworden sind. So. Oh Mann, jetzt bin ich ziemlich hektisch, weil ich Angst vor der Strahlung habe, wobei die Strahlung hier unten eigentlich recht akzeptabel ist. Das hat sich aber gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. So, nur Gegenstände gefunden und kaum etwas verbraucht. Auch tote Raider, ein toter Söldner. Munition und Kronkork nehmen wir natürlich auch mit. Da haben wir nichts mehr, okay. Interessant. Den Krater kannte ich bereits mit dem Flugzeug, aber dass hier unten diese Kanalisation ist, dieser kurze Einschub, darüber war ich mir nicht im Klaren.
Schnell raus hier und schnell hoch hier. Also, Strahlung ist gar nicht gut. Das lernen wir daraus. Der Strahlenschutzanzug, ihr seht ihn hier nochmal, ist hingegen verdammt gut. Ah, das Gebäude da vorne, das wird später auch nochmal interessant. Ich verrate schon mal so viel, das hatte das mit Rileys Ranger zu tun. Ihr erinnert euch, die Aufgabe, die wir per Funkspruch bekommen haben. Statesman Hotel. Und Fallout 3 ist abgestürzt, Leute. An dieser Stelle sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich grüße euch zurück hier bei Fallout 3. Wie gesagt, das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Ich nehme es ihm nicht übel. Es wurde ja auch nicht für Windows 7 programmiert. Wir verschwinden hier. Ah, der war vorher nicht da. Die sollte der Talon Company übrigens auch nicht. Wir brauchen unbedingt unsere Kampfrüstung. Kampfhelm ist vollkommen zerstört, na super. Medizin um 2 erhöht ist super. Spontan würde ich jetzt ja tatsächlich zur Kampfflinte greifen. Wobei das schon verdammt viele sind. Da hatte ich gerade schon wieder einen kurzen Hänger. Ich weiß nicht, was los ist momentan. Will das Spiel nicht so recht, glaube ich. Wir reparieren schnell. Oder auch nicht. So. Macht man das? Zumindest im Idealfall. Oh nein. Das war's mit dem. Ja, was soll ich sagen? Es war ein ziemlich spannender Kampf, den wir für uns entscheiden konnten. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Sturmgewehr. Kleidung. Reparieren, Kleidung. So. Danke für die neuen Kampfrüstungen. Die habe ich echt gut gebraucht. Eine Nuka-Cola können wir auch gut gebrauchen. Okay, bevor wir in Richtung Questziel gehen, das wäre da, wollen wir aber jetzt trotzdem erstmal in diese Richtung gehen. Das letzte Mal durften wir nicht, weil das Spiel abgestürzt ist. Diesmal dürfen wir das hoffentlich ohne Unterbrechungen tun. Auch hier ist scheinbar ein Wegpunkt. Das Statesman Hotel, genau. Wie gesagt, in Verbindung mit Rileys Ranger wird das auch sehr wichtig. Ebenso hier die Lady of Hope. Our Lady of Hope Hospital, genau. Ihr seht den Blutabdruck. Und ich verrate so viel, es hat etwas mit Rileys Ranger zu tun. Aber dafür müssen wir zuerst zum Geschichtsmuseum und ich möchte da auch jetzt nichts vorne wegnehmen, ohne die richtige Einleitung der Aufgabe mitzunehmen. Wir müssen in diese Richtung hier, was ich sehr interessant finde, denn wir müssen tatsächlich durch dieses Ruinenfeld durch. Ja, ja. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr neue Gegner sind, die ich hier vorher nicht gefunden habe. Ja, Redex hat nachgelassen. Gut zu wissen. Ich glaube, ich habe die falsche Aufgabe aktiviert, oder? Nee, wir sind schon richtig. Wir müssen einfach nur hier hinten reingehen, wie es aussieht. Genau. Okay, es war so ein unnötiger Abstecher. Wir müssen einfach weiter der Metro folgen. Ja, Fallout ist schon wieder abgestürzt. Dann ist das leider an dieser Stelle nur ein 15-Minuten-Video, Leute. Es tut mir jetzt leid, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr zusammenschneiden. Es geht dann morgen wie immer weiter. Leider nur 15 Minuten, aber das Spiel will nicht so, wie ich will. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Fallout 3. Dann geht's weiter mit dem Tritt in die Fußstapfen unseres Vaters.